Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Eventsource Content Repository Walkthroughs mit mir, Sebastian Kurfürst, und mit Helmut Hummel. Ich freue mich sehr. Hi Helmut. Hallo. Hi. Genau. Wir haben uns ja eine Weile nicht gehört. Genau, ich war zwischendurch krank, dann ist nochmal irgendwie eine Woche die Arbeit dazwischen gegrätscht, wie das so ist. Und genau, freue mich aber heute wieder auf die Session. Ich überlege gerade, genau, beim ersten Mal hatten wir so einen allgemeinen Überflug über das ganze System sozusagen gemacht und über die Grundidee von Event Sourcing. Und beim letzten Mal sind wir quasi mal konkret nachverfolgt, wie passiert eigentlich wie die Abarbeitung und dann darauf anschließend genau die Graph Projection als sozusagen nochmal einen expliziten anderen Teil, der ja sozusagen eigentlich relativ losgelöst vom Event Sourcing ist, aber der natürlich ein wichtiger Teil unseres neuen Konzepts ist. Genau, und jetzt wäre die Frage, also wir können erstmal allgemein noch mal ein bisschen reden über die Konzepte oder die Ideen, oder wir können natürlich auch einfach mal ein bisschen Richtung der Neos-Integration schauen, weil, also wie soll ich sagen, Event Sourcing vom Konzept ist ja das eine, aber wie man es dann in der Praxis baut, dass man das irgendwie in produktiven Anwendungen, sage ich mal, vernünftig machen kann, ist so ein bisschen, also da gibt es ein paar Stolpersteine, und über die können wir vielleicht reden, wie wir die gelöst haben, weil ja, da wird es, glaube ich, relativ praxisnah, ja, oder? Genau, das hat sich in den letzten Malen ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? Also das ist so das grobe Konzept, ja, aber wie man, was man jetzt genau als E modelliert oder als Command modelliert, das ist irgendwie nochmal auf der anderen, ist halt nochmal die andere Frage. Und das wäre auf alle Fälle spannend, nochmal zu sehen, was darüber hinaus halt auch noch, was es für Stolpersteine gibt, die ihr jetzt entweder ausgeräumt habt oder wo der Anfang steht. Genau, lass uns das ist vielleicht ganz gut, ein guter Start. Also genau diese Frage, was sind Commands und was sind die Events, das ist vielleicht mal wirklich mal auf einer konkreten Ebene eine coole Sache. So ein bisschen zum Einstieg. Genau, also bei uns ist es so, wir haben quasi also wir gehen jetzt mal in die Code-Struktur rein, ne, und ich würde jetzt quasi mal versuchen, da einen Überblick hier links zu geben. Wir sind in dem Event Source Content Repository Package. Das werden wir vermutlich alles jetzt relativ bald nochmal umbenennen in neos.escr. und dann halt Content Repository und Co., weil wir, also dass das ein bisschen mehr sinnvolle Struktur kriegt. Aber das ist nur ein Renaming. Genau, von der Struktur in Package bleibt es, wie es ist. In dem Event Source Content Repository Package ist eigentlich, ich sage jetzt mal, alles, was wichtig ist, eigentlich in Domain. Der Rest ist nur so ein bisschen ist sozusagen Infrastruktur außenrum, über die wir dann noch reden können. Aber Domain ist sozusagen der eventsourced Teil des Systems sozusagen. Und da sehen wir schon, da sind die Projektionen auf der einen Seite drin. Da haben wir ein paar von. Und auf der anderen Seite unter Context sind sozusagen die, naja, ich sag mal, ich würde mal sagen, es sind so bounded Subcontext gewissermaßen, also jetzt in Domain-Driven Design gesprochen. Das ist so eine Untergruppierung quasi. Achso, ich sollte vielleicht auch für die anderen noch das Video anmachen, sonst sehen die nichts. So. Genau, ich habe jetzt hier ein bisschen so, also nochmal, genau, sorry, ich habe hier das Video vergessen, hier live zu schalten. Genau, also hier in, genau, also wir sind im Event Source Content Repository und dann halt quasi in Classes und Domain, da spielt sich eigentlich ein Großteil ab. Value-Object können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Das sind einfach Value-Objects, die wir an verschiedensten Stellen verwenden. Die sind alle nach demselben Schema aufgebaut. Die geben uns halt Typsicherheit für entweder Simple-Values, wie jetzt ein User-Identifier. Ne? Das ist jetzt das Beispiel. Das ist einfach nur ein String de facto. Und genau, und die sind alle so gebaut, dass die dann eine From-String-Methode zum Beispiel haben oder From-Array, wenn es ein Objekt ist, und dann per JSON-Serialize dann diesen Value entsprechend rausgeben. Also und das ist sozusagen, was dann, also das JSON-Serialize wird quasi aufgerufen, wenn wir das irgendwo in einem Objekt, also in einer Payload einpacken wollen, und das From-String wird ausgerufen, wenn wir die Payload wieder zurückkonvertieren wollen. Und nach dem Schema sind halt auch komplexere Value-Objects aufgebaut, also Serialized Property Values ist im Prinzip sowas wie ein Array. Also wir haben auch keine Arrays im System oder versuchen die stark zu vermeiden, sondern versuchen eigentlich überall komplett typsicher zu arbeiten. Genau, so, und dann haben wir schon mal das erste wichtige, Projektion und Kontext. Also wie gesagt, unter Kontext sind sozusagen so diese Sub-Kontexte, also ich stelle mir das immer so vor, Domain, also ne, der ganze Kontext ist halt das Event Source Content Repository, und jetzt kann man das irgendwie in ein bisschen Unterstrukturen bringen. Und die würde ich vielleicht mal durchgehen.
Genau, weil da kann man ein bisschen die Struktur sehen. Ich würde mal mit einem einfachen beginnen, mit einem kleinen beginnen. Das ist ja dieser Dimension Space-Kontext. Da sind im Prinzip, ich sage jetzt mal genau, was da drin ist, ist der Command-Handler. Also das heißt sozusagen, ne, das, was die Commands entgegennimmt und verarbeitet. Dann gibt es einen Unterordner Command. Da sind halt dann die Command-Definitionen dazu. Diese Commands sind einfach, also wieder, die sind wieder Value, also im Prinzip wie Value-Objects gestrickt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ne? Das ist also, die implementieren wieder JSON-Serializable und enthalten eigentlich wirklich nur diese Eigenschaften. Und man sieht, es ist alles sozusagen explizit zusammengesteckt. Also sprich, diese From-Array-Methode, die ruft halt dann auch die Unterkonstruktoren, also die manuell auf sozusagen. Und ne, in JSON-Serialize wird das quasi hier genauso dann rausgehauen. Also das ist quasi keinerlei Magic mehr, nicht mehr sowas wie der Property-Mapper oder so, sondern wir machen es wirklich ganz explizit, weil das halt sehr viel lesbarer ist. Genau, da gibt es also die beiden Commands. Dann gibt es die Events dazu. Jetzt in dem Fall ist es wirklich so, dass es so eine 1-zu-1-Mapping gibt. Ne? Also man sieht, aus add dimension shine through wird ein dimension shine through was added. Und wenn wir uns das angucken und ich kann es mal nebeneinander legen, dann sind die auch quasi identisch. Also ne, die sind also sozusagen bis zur Doku hin eigentlich in dem Fall wirklich komplett identisch. Noch, es kann sein, dass es irgendwann mal anders ist, aber ne, das ist meist, also es ist häufig so in so einem Startfall, bei so einfachen Commands oder Events. Genau, Exceptions ist auch klar, das sind halt Exceptions, die passieren können. Genau, und dann halt der Command-Händler ist sozusagen derjenige, der die Commands entgegennimmt und dann die Events produziert. Können wir auch nochmal zeigen. Also als kleiner Recap. Genau, das heißt, der hat halt quasi eine Handle-Methode, also in dem Fall zwei Handle-Methoden, nämlich eine Handle-Move-Dimension-Space-Point und eine andere Handle-Add-Dimension-Shine-Through. Das sind die einzigen Public-Methoden. Und da haben wir quasi immer Vorbedingungen überprüfen. Also das sind sozusagen diese Soft-Constraint-Checks, von denen wir schon gesprochen hatten. Dann wird halt aus dem Command ein Event gemacht. In dem Fall wirklich sozusagen ne, auf die einfachstmögliche Weise. Wir erzeugen quasi ein Event und packen einfach die Properties des Commands 1-zu-1 weiter. Und dann sagen wir Events.commit und dann ist es erstmal angekommen. So, und wo wir jetzt mal drüber reden sollten, ist sozusagen hier ein bisschen die Spezialitäten. Also man sieht hier, wir haben ja dieses Command Result, das, da werden wir heute dran vorbeikommen. Wir haben dieses hier Decorated Event mit dem Identifier und genau, da gibt es ein paar Kniffe, sage ich mal, die wir gleich mal dann besprechen können. Ganz kurz ab, diese Soft Constructs, die schmeißen wenn die schief. Also ja, richtig. Also genau, oder? Die heißen bei uns ja, immer mit okay. Require irgendwas, ne? Und die schmeißen dann wirklich eine Exception, wenn irgendwie halt eine Violation passiert. Genau, ja. Ja. Genau, so. Wir haben noch die, genau, also jetzt ist das zwar ein Beispiel für so ein One-on-One-Mapping. Wenn wir jetzt einfach allgemein mal gucken, genau, ne? Content-Stream, das ist sozusagen alles, das sind so diese top-leveligen Sachen, die mit Content-Streams, also Fork, Create und Remove zu tun haben, als Beispiel. Genau, Node Address, das ist eher ein bisschen, genau, das ist nur eine Factory quasi für so ein oberes Objekt, das sollten wir auch noch drüber reden, fällt mir gerade ein, genau, ich muss mal mitschreiben, so, das wird da bei anderen vorbeikommen, so genau, und genau, Node Duplication ist auch relativ klein, das ist jetzt mal ein Beispiel, das hat sozusagen nur ein Command als Beispiel. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das hat ein Command, das sagt copy nodes recursively und man kann quasi hier sagen, und da muss man hier beim Create muss man so ein Node, also gibt man, wird quasi so ein Node Subtree Snapshot erzeugt und dieser Node Subtree Snapshot, der ist wieder ein DTO und der speichert quasi einfach einen Teilbaum sozusagen, den man nämlich das, was man kopieren will quasi. Ja, also das ist also, wenn ich eine Kopieroperation mache, wird da drin quasi sich der Snapshot des States von den Ursprungsnodes sich gemerkt. Und der Command-Händler wiederum. Also, nur ganz kurz, was heißt, wird sich merkt? Also in dem dann oder? In dem Command, genau. Also erstmal in dem Command sozusagen persistent. Ne? Ja. Genau, das reicht sozusagen erstmal zu. Hörst du mich noch? Warte mal, ich habe hier gerade was am Sound geändert. Sekunde. Lehnt es sich hier. Kein Internet, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, müssen wir hier mal gucken. So.
Hi, ich habe eine Taste gedrückt, die ich nie hätte drücken sollen, oder? Bleib Du ich hier. hast da eine WLAN-Ding gespielt, als das habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast oder. Ja, genau. Ne, ich hatte gleich, ich hänge hier am Kabel dran, aber irgendwie hat das nie funktioniert vernünftig. Genau. So, ich muss wieder scheren hier. Warte mal. Ah, jetzt geht hier mein Screensharing nicht mehr. Warte, ich muss doch nochmal neu laden. Sekunde, bin gleich wieder da. Immer diese Technik hier. Shift Reload mit Mikrofon. So, das sieht doch gut aus. Video wieder an. So. Here we go. Und Bildschirm anmachen. So, sorry, jetzt bin ich wieder hier. Startklar. Genau, die Frage war, genau, was sozusagen, was wird da persistiert oder wie wird das persistiert, ne? Hast du gefragt, ne? Und also jetzt erstmal für die erste Abstraktion würde ich jetzt erstmal sagen, es wird nicht persistiert, das stimmt nicht ganz, das wird irgendwo persistiert, da kommen wir dann noch vorbei. Aber erstmal sind die Commands von der Grundidee erstmal sozusagen nur temporär vorhanden, also sozusagen nur während der Ausführung existent sozusagen, ne? Und wir wollen aber, dass so ein Command quasi alle Informationen enthält, die wir brauchen, um eine Abarbeitung zu machen. Und wir wollen, also was wir vermeiden wollten in dem Fall, ist, dass sozusagen, also es gäbe jetzt zwei Varianten, Copy-Paste zu implementieren. Entweder man macht quasi ein Event, was sagt, ich habe X nach Y kopiert, ne, das wäre die eine Variante. Dann müssen halt alle Projektionen wissen, was ist ein Copy und Paste und müssen quasi dann halt in ihrer Leseprojektion so, oder in ihrem Lesemodell das entsprechende tun, nämlich halt irgendwelche Notes kopieren beispielsweise. Und die andere Variante wäre quasi, dass man sagt, nö, das interessiert eigentlich die Commands gar nicht, sondern sorry, das interessiert die Projections eigentlich gar nicht, sondern das Einzige, was die Projektionen interessiert, ist, es werden neue Nodes angelegt, ne? Weil de facto ist ja eine Kopie auch einfach nur ein Anlegen von bestimmten Nodes de facto an einer bestimmten Stelle. So, und das ist halt genau die Abwägung, die wir immer machen müssen, ne? Ob wir quasi Komplexität, also mit jedem Event und was wir neu hinzufügen, erhöhen wir sozusagen die Komplexität für jede Projektion, weil die potenziell sich um das Event kümmern muss. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo wir uns halt für entschieden haben, in dem Fall zu sagen, eigentlich ist es für eine Projektion völlig unerheblich, ob das ein Copy-Paste war oder einfach nur der Nutzer ganz schnell getippt hat und eingefügt hat. Genau, und deshalb ist es quasi so, dass in dem Fall haben wir quasi einen Command, aber kein passendes Event dazu, weil quasi der Command-Handler aus diesem Command hier wirklich Ganz viele Events Events. erstellt, quasi für diesen Insert entsprechend, für diese Insert-Operationen, genau. Und die unterscheiden sich halt nicht Genau, aber vom Insert selber. die Frage war bezogen, ob die Commands passiert werden, sondern Kopieren des Teils sozusagen. Diese Copy-Operation war passiert im Sinne von, du schaust einen Teilbaum an, speicherst ihn, also im Objekt sozusagen, Genau. damit du dem das Command geben kannst. Okay. Ge genau, du speicherst den Teilbaum im Objekt und damit du dann sozusagen, also in dem Command-Objekt, ne, damit sozusagen Ja, der genau. Command-Händler den dann abarbeiten kann. Und die Grundidee ist Okay. sozusagen, dass der Command-Händler immer deterministisch sein sollte im sozusagen in dem Command. Also wenn da sozusagen derselbe Ursprungszustand ist und dann kommt das Command rein, dann sollte der immer dasselbe tun. Genau. So, und dann haben wir den kompliziertesten Command-Händler. Das ist der Node-Aggregate Command-Händler, weil der quasi, oder der ist der größte, das sehen wir schon, der hat eine ganze Reihe von Events und auch eine genauso große Menge von Commands. Und da ist halt jetzt quasi alle eigentlich sozusagen, sag ich mal, die Brot- und Butter-Operation des CRs drin. Also alles, ne, Nodes erzeugen, hier create Node-Aggregate with Node. Nodes, also hiden oder shown, also wir nennen das disable oder enable sozusagen, wir haben das umbenannt, oder Node-Typ ändern, Node-Eigenschaften ändern, Referenzen setzen.
So, ne, das ist sozusagen das Brot- und Buttergeschäft, sage ich jetzt mal, von solchen, von diesen ganzen, von dem CR. Das, ich grätsche da mal kurz, ich finde es gerade spannend, dass Property dann was alles als Enable, das könnte man auch, also das mich quasi als Beispiel, man könnte ja sagen, Enabled oder Disabled einfach nur ein Property, aber offensichtlich ist es jetzt wichtig, dass Able und Disable nochmal was Spezielles ist sozusagen. Ja, weil, also die Idee dabei war quasi, also Enable und Disable beeinflusst ja die Sichtbarkeit von einem Node sozusagen, ja, in einem gewissen Kontext. Fälle, ja. Ne? Und wir wollen eigentlich in der Lage sein, und so ist die Projektion auch gebaut, dass sie quasi effizient, also Nodes gar nicht zurückgibt, die halt gerade versteckt sind sozusagen, also die disabled sind. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das halt so, dass wir das als extra Events modellieren. Explizit. Und explizit machen, weil es wäre halt super blöd oder verwirrend, wenn du quasi Properties hast, die sozusagen speziell sind und andere, die es halt nicht sind, sondern Properties sind halt Properties, die sollten halt immer das Gleiche tun. Ein ähnliches Prinzip ist Node-Referenzen. Also ne, wir haben sozusagen im alten CR, also in dem aktuellen Live-CR, ist es so, dass Node-Referenzen einfach nur sozusagen, das ist einfach nur eine Property mit einer UUID drin auf einem anderen Node. Und wir haben uns aber entschieden, das halt explizit oft zu lösen und auch explizit zu modellieren, weil wir damit zum Beispiel auch einen Index aufbauen können über eine Rückrichtung beispielsweise. Also ne, wir haben halt damit viel mehr Möglichkeiten, was wir damit machen können. So, und genau, und das ist auch nicht hundertprozentig konsistent. Also hier liegen noch im Prinzip, hier sind eine ganze Reihe von Value-Objects drin noch, die ich eigentlich in einem DTO-Unterordner sehen würde, aber genau, also es ist halt auch nicht hundertprozentig konsistent sozusagen von, also down to the last bit sozusagen, aber auch hier haben wir wieder den Command-Handler. Genau, und dadurch, dieser Command-Handler wäre riesig groß, also wir sehen schon rechts hier am Scrollbalken, der ist jetzt schon, also jetzt ist er nicht groß, weil er quasi die eigentlichen Commands nochmal hier in Traits untergliedert sind sozusagen und die haben dann die eigentlichen Implementierungen. Es ist also sozusagen nur eine Code-Organisationsfrage, weil halt, damit man halt einfach, wenn man will, ich will jetzt am Entfernen von Nodes arbeiten, dass ich halt hier ein bisschen schneller dahin komme sozusagen. Also es ist eine reine Code-Orga-Frage quasi. So, und was, glaube ich, interessant ist, ist sozusagen dieses, genau, also wir müssen nochmal genau überlegen, wofür brauchen wir Funktionalitäten. Also das eine ist, was wir ja haben, ist, wir müssen in der Lage sein, oder anders, die UI bisher, die Nutzeroberfläche bisher ist davon ausgegangen, dass wenn wir eine Änderung machen, die auch sofort sichtbar ist. Ne, das ist ja auch sozusagen die Annahme, die du als User hast, du machst irgendwas und du legst einen neuen Node an und dann ist der sofort in dem Moment da und die Nutzeroberfläche geht auch davon aus, dass sie sozusagen, dass das sich synchron verhält. So, und wir haben aber das Problem, das System verhält sich natürlich asynchron eigentlich, ne? Also und das müssen wir irgendwie überbrücken. Und das ist, glaube ich, ein Teil, da würde ich nochmal drüber reden, weil da haben wir echt lange geknobelt, wie machen wir das und wie tracken wir das und wie, ne, also wollen wir das synchron umschalten oder halt nicht und ja, diese ganze Thematik. Und wo wir letztendlich rausgekommen sind, war die Erkenntnis, also wir müssen, also es sind eigentlich zwei Erkenntnisse. Das eine ist, wir müssen sozusagen nur die Illusion von Synchronität aufrechterhalten für den einen User, also sprich für die Person, die gerade diesen Request absetzt. Das ist der eine Teil der Medaille. Und die zweite Erkenntnis war, ist, dass wir diese Illusion von Synchronität sozusagen immer nur in einem relativ kurzen Zeitraum brauchen, nämlich nur innerhalb des einen Requests. Also, ne, also die UI sagt halt, erzeugt bitte einen Node und in der Antwort muss ja schon der neue Node gerendert sein beispielsweise. Und das heißt, wir müssen sozusagen für ein paar Sekunden blockieren, bis die Operation erfolgreich ist, aber danach interessiert uns das nie mehr. Also das ist sozusagen nur für einen relativ kurzen Zeitraum relevant. So, und daraufhin haben wir gesagt, alle Events bei uns haben eine UUID, die wird hier quasi erstellt, ne? Also jedes Event, so kommt diese Decoration hier rein quasi, hat eine UUID. Und wir wollen sozusagen tracken, ob diese UUID schon in der Projektion angekommen ist. Das ist so ein bisschen diese Idee dahinter. So, und da haben wir wirklich viel hin und her überlegt, wie wir das irgendwie sinnvoll machen. Und wo wir am Ende rausgekommen sind, ist eigentlich ein relativ,
also da haben wir auch viel überlegt, ist das jetzt ein Mechanismus, der ins Event Sourcing Package müsste, weil das irgendwie so generisch klang. Da haben wir ganz viel rumüberlegt. Und am Ende sind wir aber bei einer speziellen Lösung jetzt für CA gelandet sozusagen, die sozusagen relativ wenige bewegliche Teile hat. Und zwar die Idee ist, dass man quasi einen Cache verwendet, um wo sozusagen der Projector sagt, hier in letzter Zeit habe ich die und die und die User-IDs gesehen. Und wir können in diesem Cache halt nachgucken, wenn wir Commands auslösen, können wir quasi in einem Cache nachgucken, ob diese Commands schon sozusagen ausgeführt wurden sozusagen. Ne? Und das ist sozusagen die Art der Synchronisation. Und in Code sieht es so aus. Also wir haben ja halt hier, wie gesagt, diese UID, wo dieser das Event damit erzeugt wird. Und dann haben wir hier genau dieses Command-Result-Objekt from published events. So, und was das macht, ist, es merkt sich quasi, als Ergebnis dieses Commands wurden bestimmte Events publiziert. Das ist also diese Events-Liste quasi hier drin. Und jetzt hat dieses Command-Result-Objekt hat eigentlich nur eine Methode, und das ist hier block until projections are up to date. Also das bedeutet, man kann quasi sagen, ich möchte jetzt warten, bis, ich sage jetzt mal, alle Projektionen oder die wichtigsten Projektionen dieses Event entsprechend konsumiert haben. Und dafür gibt es halt, das ist ein internen extra Klasse, das ist dieser Runtime-Blocker, der das macht. Und was der macht, ist zum einen, der löst nochmal aus, dass sozusagen die Projections anfangen zu laufen asynchron. Das macht dieses Event Publisher Invoke. Also das sagt quasi, hey, liebe Projektion, du musst jetzt mal laufen. Und dann blockiert es so lange, bis der Projector alle diese Events gesehen hat quasi. Das heißt also, was wir also machen, ist, das ist also wirklich busy waiting. Also wir warten quasi wirklich, wir fragen wiederum jeweils den Projector, hast du denn dieses Event hast du diese Events alle schon gesehen? Und wenn nein, dann warten wir einen kleinen Moment. Und has processed wiederum ist, implementiert der Projector quasi über diesen Cache halt entsprechend. Also sprich, beim Abarbeiten im Projector wird sozusagen dieser Cache geschrieben, und in diesem Cache steht nur der Event-Identifier drin, halt per MD5 gehasht. Mhm. Und im Has-Processed wird einfach nur geguckt, hat der Cache den Inhalt oder halt nicht. Also existiert dieses Element da drin oder halt nicht. Und das hat noch ein bisschen fiesen Quirk. Und zwar, wir haben jetzt manchmal eine Situation, dass wir sozusagen dass wir auf einen Schlag zum Beispiel drei Events publishen als Ziel eines Commands oder als Ergebnis eines Commands. Und jetzt ist es so, dass es zum Beispiel ein Projector aber nur auf zwei dieser Events lauscht. Also nicht auf alle drei, sondern nur auf zwei dieser Events. Ne? Und dann haben wir quasi die Situation, dass dass wir nicht sagen können, ja, warte, hast du alle drei konsumiert? Weil der nie drei konsumieren wird, sondern immer nur die beiden, die ja sozusagen für die sich auch wirklich interessiert. Ne? Und aus dem Grunde gibt es hier quasi noch so einen Vorfilter-Schritt, der halt sagt, hier Filter Published Events by Listener, also wo quasi geguckt wird, für welche Events interessiert sich der Projector, und wir blocken sozusagen nur auf denen quasi. Ne? Also dass wir nur so lange warten, dass wir sozusagen dass die Menge einschränken auf nur die Events, die auch wirklich der Projector halt sehen kann. Und die bei dem auch ankommen. Genau, das ist halt so ein bisschen interne Logik da. Das ist sozusagen, das war so ein relativ kniffliger Punkt sozusagen. Aus User-Sicht ist der relativ einfach, sage ich jetzt mal, weil man jetzt beispielsweise bei einem zum Beispiel Node-Disable, was wir hatten hier, ne, Handle-Disable, wenn ich mal aus User-Sicht drauf gucke, also ich gucke mir jetzt an, wo wird das genutzt, ein anderes Beispiel. Hier, genau. Da sage ich halt, ne, ich füge das Command aus, merke mir das Command Result, und dann sage ich hier auf dem Command Result blocke ich jetzt einfach, bis die Projektionen fertig sind, sozusagen. Ne? Und das sorgt, also dieser Call sorgt quasi dafür, dass ich so lange warte, wie halt notwendig ist, bis die Projektion das gesehen habe. Und auf die Weise kann ich quasi diese Illusion von Synchronität aufrechterhalten. Ne, weil ich quasi weiß, aha, jetzt hat die Projektion mindestens mal diese Events gesehen. Also, genau. Also
hast du mich abgehängt, weil die Projektoren laufen doch asynchron. Die laufen jetzt doch auch in einem anderen Prozess, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig, genau, die laufen in einem anderen Ja. Prozess. Und genau So. deshalb müssen wir sozusagen irgendwie, wir wollen ja diese Illusion von Synchronität sozusagen haben für diesen Ja, User, genau, ne? das ist, ja, habe ich Und verstanden, genau, habe ich abgehängt, das ist kurz, ist Filtern, also wieso heißt das, also die Projektion, für welche sie interessiert, die Projektion läuft ja in einem anderen Thread sozusagen, ja. wieso wir den einen Thread sozusagen, das Command gilt, wieso wie wir den blocken. Oder wisst ihr, welche ist ihr filtert, beziehungsweise dann müsstet ihr, welche Projektionen laufen müssen, Events. Das wird jetzt Ja, irgendwie ja, komisch. ja. Randuti ist irgendwie bist du ein bisschen abgehackt, komischerweise. Also, müssen wir mal. Ich weiß nicht genau, es Das könnte auch nicht an mir liegen, gemacht. ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber am Anfang war es super. Also, es war jetzt irgendwie jetzt erst seit ein paar Minuten. Oder seit einer Minute oder so. Das ist stärker geworden. Okay, na gut. Also, es geht schon. Ich kann das schon. Genau, ich denke, das passt schon ungefähr. Genau, also. Richtig, also du hast völlig recht, das läuft asynchron, das ist korrekt und es läuft auch in einem also in einem extra Prozess, ne, wo diese Projektoren abgearbeitet werden. So, und wenn, also die naive Implementierung ist ja sozusagen, wäre ja, ich starte immer alle Projektoren. Also bei jedem Event, was reinkommt und was gespeichert wurde, sage ich jetzt zu allen Projektoren hier, macht mal bitte was und updatet euch mal. Das wäre halt in der Praxis ziemlich ineffizient, weil, also zum Beispiel eine Projektion fürs Routing interessiert sich halt nicht, also interessiert sich sozusagen nur für ganz wenige der Events. Also die interessiert sich halt, wenn ein Document Node eingefügt wird und gelöscht wird, aber die interessiert sich halt zum Beispiel nicht für Node Properties in der Regel, also ne, oder für keine Ahnung, für irgendwie ein Node Type ändert sich oder so, ne? Das ist der eigentlich völlig egal. Und deshalb machen wir die Optimierung, dass wir einen Projektor nur dann triggern wollen, wenn der auch wirklich Arbeit zu tun hat, sozusagen. Ne? Und das funktioniert quasi so, dass das Event Sourcing Package, das kennt ja quasi die Projectors und das weiß sozusagen, kann sozusagen statisch analysieren, auf welche Events reagiert der überhaupt, also für welche interessiert der sich sozusagen, ne? Und dieses statische Wissen haben wir quasi verfügbar und können es nutzen, um halt zu sagen, wir können das auch bei diesem Blocking berücksichtigen quasi, ne? Weil wenn wir sozusagen an der einen Stelle das filtern, dann müssen wir es halt auch an der anderen Stelle filtern, wo wir halt gucken wollen, ist der Projektor wirklich gelaufen und hat er das Event gesehen? Also ihr macht da quasi, also das ist eine Minimierung, dass der Commander quasi schon weiß, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt an der Stelle, aber auf Kundenseite wisst ihr, welche Projektoren laufen. Das ist ein Optimierungsschritt. Oder Richtig, ihr erinnert ja, nur genau, bestimmt, genau. oder Wie bitte ja, nochmal? okay. Letzter, habe ich nicht verstanden. Oder ihr erinnert nur bestimmt, oder das triggert die Projektoren sehen selber, oder Nee, also wann kommen die es jetzt triggert dran? nur bestimmte Projektoren. Also es sind sozusagen, diese Optimierung passiert auf zwei Ebenen. Ne? Die Seite ist halt, dass wir beim Aufrufen also wir triggern nur die Projektoren, wo wir wissen, die haben auch was zu tun. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn wir sozusagen auf einen Projektor warten wollen, das ist ja der Punkt, wo wir gerade sind mit diesem Blocking, da dürfen wir halt auch nur sagen, wir dürfen nur auf die Events warten, die der Projektor selbst Ja, sieht. genau. Genau, ja. Ne? Und das muss sozusagen Genau, zusammenpassen, ne? das war meine Verständnislücke an der Stelle, dass die Commands quasi schon wissen, welche Projekte laufen. Und dann sozusagen, ja, okay. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel, ne, wie sozusagen so diese, ich sag mal, von dieses abstrakte Konzept ist relativ einfach, sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, und dann läuft halt der Projektor los, ne, und dann sozusagen das Detail, wie baut man es denn so, dass es halt vernünftig funktioniert in der Praxis, wo es dann doch ein paar Fallstricke sind. Deshalb bin ich auch ehrlich gesagt, es gibt ja so die Theorie oder so manche Leute, die halt sagen, naja, ja, Event Sourcing, da brauchst du eigentlich gar kein Framework für oder keine Library für, so das kannst du irgendwie alles selber machen. Weil es ist ja nie so viel und ich sage jetzt mal, auf der Oberfläche ist das schon richtig, es ist eigentlich nicht viel Code, aber
es ist halt wichtig, dass der auf eine ganz definierte Art und Weise funktioniert. Deshalb bin ich eigentlich ganz happy, dass wir dieses Neos Event Sourcing Package halt haben, was wir auch, also das ist auch, momentan ist es halt Neos only, aber wir haben auch schon jetzt für einen Bekannten von mir, der hat das, nutzt es schon in der Symfony-Anwendung und wird das auch auf, da wird es auch NeosCon Talks zuzugeben, quasi das dann halt auch standalone nutzbar zu machen. Oder das halt auch zu nutzen, weil halt dieses Package, also wie soll ich sagen, genau diese Sachen halt, diese Art von Optimierung zum Beispiel schon mitbringt halt. Ja? Und die sind halt nie unwichtig. Ja. So, und jetzt ist quasi, jetzt kann sozusagen die Außenwelt, also dieses Event, die Neos-Welt kann jetzt quasi entsprechend, die weiß jetzt an dem Punkt, okay, meine Änderung ist wirklich angekommen und jetzt kann ich halt eine Query machen und kann was rendern oder was auch immer ich halt machen will, sozusagen. Ne? Das ist sozusagen mit diesem Block Until Projections are up to date dann entsprechend möglich. Ja. So, das war jetzt so ein bisschen dieses Blocking, das war auf jeden Fall, das ist so ein ganz zentrales Ding, weil das halt, da haben wir wirklich auch lange dran geknobelt und ich sag mal, diese Asynchronität hat halt ein paar, sag ich mal, Operationsnachteile im Sinne von, du kriegst halt, ne, wenn da was schief geht, kriegst du halt keine Exception, die kriegst du halt nur im Log und nicht im User-Interface angezeigt oder bis, also im Request sozusagen, sondern du kriegst halt hier nur den Fehler, hey, ich habe ein Timeout sozusagen, ne? Das Blocking hat fehlgeschlagen und musst dann quasi weiter poolen, woran lag es denn eigentlich? Das ist halt dann leider an ein paar Stellen so. Vielleicht eine andere Stelle ist, es gibt ein paar Szenarien, das ist ganz spannend, ne? Also wir hatten das so eingebaut und dann hat sehr gut funktioniert und an ein paar Stellen ist einfach ultra lahm gewesen und so eine Stelle, die extrem langsam gewesen ist, war zum Beispiel alles, was Batch-Importe gemacht hat. Also, ne, wenn wir, von, also der einfachste Fall ist halt, ne, wir haben so einen Batch-Importer, der liest sozusagen das alte Content-Repository und erzeugt daraus Events fürs Neue. Da haben wir dann quasi so Funktionalität eingebaut in dem Projector. Dieses hier Assume Projector Runs Synchronously, also sprich, man kann quasi auch intern den Modus wechseln und sagen, hey, dieser Projector, der soll synchron arbeiten, also den rufen wir quasi explizit auf sozusagen in unserem eigenen Prozess und nicht halt immer, ne, wir wollen halt nicht die Situation haben, wenn wir 10.000 Nodes importieren, dass wir 10.000 Mal einen Subprozess spawnen, sondern da wollen wir einfach hintereinander weg auch die Projektion mit updaten. Und deshalb gibt es halt hier so ein paar quasi so Tweaks, dass man halt sagen kann, hey, ich möchte, dass der Projector synchron läuft, der dann in speziellen Situationen halt getriggert wird. Also wie zum Beispiel, eigentlich nur in diesem einen Szenario, ne, wenn ich sage, ich migriere vom alten System, ne, das ist genau dieser hier, das ist hier Content Repository Migrate Command Controller, also das ist genau diese Migrationsecke, ne, da wird quasi das System sozusagen auf eine spezielle Art gebootstrapped, wo wir halt sagen, wir stellen die Projektoren alle auf den synchronen Modus sozusagen um und kümmern uns halt selber drum, wann wir den triggern und triggern die quasi hier in dem Fall ganz explizit im selben Prozess, um halt nicht immer Subprozesse zu spawnen für so einen Fall, ne? Und das sind halt so Trade-offs, die so schrittweise reingekommen sind, die aber mittlerweile eigentlich echt gut funktionieren und sozusagen eigentlich gut ausbalanciert sind und gut ineinander passen. Wir nähern uns, glaube ich, langsam, also wir bewegen uns langsam so ein bisschen Richtung UI. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir heute wirklich bis zur UI ankommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, was noch wichtig ist, wir haben jetzt über diese Kontexte gesprochen. Genau, was, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig ist, es gibt noch einen, wir müssen noch mal um eine Funktionalität des Rebase sprechen, also wie der Rebase technisch funktioniert. Ich glaube, das hatten wir noch nie gemacht. Und zwar, ich muss mal ganz kurz den Blogpost raussuchen, genau. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen quasi diesen Rebase, jetzt in diesem Fall hier rechts, ne, wenn sozusagen was auf dem Live-Branch passiert ist, dann kann es sein, dass es einen Konflikt gibt, also müssen wir sozusagen diese Commands, also müssen wir das irgendwie vorspulen. So. Und wir haben jetzt die Schwierigkeit, dass sozusagen das Vorspulen von Events
nicht so einfach ist, also weil wir da quasi keine Constraint-Checks mehr haben, ne, sondern dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich wir müssen uns sozusagen die Commands noch zusätzlich merken, Stand jetzt. Das heißt, man kann sich so vorstellen, als an diesem Event hängt quasi noch zusätzlich das Command dran, hier so an, wie so an, mit einem Klebezettel quasi. Insofern werden schon eine Menge von Commands auch persistiert, sozusagen auf eine Art und Weise. Damit wir dann dieses Command wieder neu abspielen können, sozusagen auf einer neuen Basis, auf einem neuen Core-Stand. Und es kann sein, dass sich das Verhalten nochmal ändert. Also das ist ein Punkt, da ist Bastian gerade dran und hat einen ganz, vielversprechenden Prototypen gebaut, wo wir vielleicht da dieses Verhalten loskriegen, also wo wir wirklich sozusagen dann auf Event-Basis das sinnvoll machen können. Aber Stand jetzt ist es also so, dass es auf Command-Basis quasi noch passiert. Und das will ich nochmal zeigen, weil das sozusagen auch noch wichtig ist. Genau, und zwar der... Also wir nehmen wieder irgendeinen Command-Handler, zum Beispiel Disable von Nodes. Und was wir da haben, ist sozusagen, dass wir die Events nicht einfach so publishen, sondern es gibt diesen sogenannten Node-Aggregate-Event-Publisher. Das ist sozusagen so ein Wrapper, der zusätzlich noch das Command sich merkt. Ne? Und was der quasi macht, ist, ich kann es mal zeigen in der Datenbank, also der schreibt quasi an das erste Event in die Metadaten nochmal das Command mit ran. Das ist also so ein rein internes Ding sozusagen, wie wir diese Commands nochmal mit persistieren. Also als Beispiel, wenn ich jetzt mir mal das ist die falsche Events-Tabelle, Content Repository Events, da wollte ich hin. Also das heißt, wir haben jetzt, ich nehme jetzt irgendein Event, und das hat quasi eine, die Payload, ganz üblich. Und in den Metadaten gibt es jetzt hier nochmal Command Class und Command Payload. Ne? Und das ist sozusagen persistiert, damit wir dann im Schnelldurchlauf sozusagen das nochmal durchspielen können. Ne? Also rebasen können. Und jetzt sieht man auch, hier ist es eine Situation, ne? Es ist nicht an allen der Fall, weil es kann halt sein, also hier, ne, das hier drunter hat jetzt keine, diese Metadaten nicht, weil es kann halt sein, also das wird vermutlich sein, dass dieses eine Command am Ende zwei Events ausgelöst hat, nämlich den Parent Node und halt einen automatisch createn Kind Knoten. So, und jetzt muss man aber aufpassen, die Events müssen immer deterministisch sein, das ist ja klar sozusagen, ne? Das haben wir ja schon besprochen. Mhm. Das Fiese daran ist, dass auch sozusagen dieses Command im Replay deterministisch sein muss, weil nehmen wir mal an, du gibst halt in dem Command nicht an, welchen Node-Identifier willst du denn haben? Also ne, theoretisch ist du, sagst du einfach nur, ich will einen neuen Node haben und der Identifier ist mir im Prinzip egal. Ich muss aber sicherstellen, dass wenn ich dieses Command nochmal ausführe, dass der quasi wieder denselben, also dass sozusagen exakt dasselbe bei rauskommt. Das heißt, ich muss auch den Identifier schon in dem Command hier quasi hardcoden. Und, und da gibt es so Funktionalitäten, zum Beispiel bei der Node-Creation, da... hin, create root, das ist ein bisschen muss mal ganz kurz schauen. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach genau, und mit den Identifiern, genau, das wollte ich in Sekunde. Ich hoffe, es ist hier überhaupt drin. Hier, genau, das ist so ein Schritt, ne? Wir haben jetzt hier so ein Beispiel, wir müssen sozusagen jetzt Node-Identifier, die noch nicht gesetzt sind, für alle Kindknoten auch automatisch erzeugen und dann mit ins Command speichern. Und das machen wir genau hier. Ne? Also wenn so ein Command so eine with-Methode hat, so Command with tethered descendant node aggregate identifiers, dann erzeugt das einen Klon, wo sozusagen diese eine Eigenschaft überschrieben wird sozusagen. Ne? Und also damit die, das heißt also, was wir jetzt hier machen, ist sozusagen, wir haben nicht nur hier Constraint-Checks, alles, was mit Require beginnt hier, also der ganze Teil, sondern wir haben auch noch so einen Teil, wo wir sozusagen das Command noch um zusätzliche Daten anreichern, damit es halt komplett deterministisch ablaufen kann. Ne? Dieses, ich sage jetzt mal, ja, deterministisch gemachte, vorhersehbar gemachte Command wird dann letztendlich abgespeichert, damit es beim nächsten Run halt exakt wieder zum selben Ergebnis kommt. Weil du halt du kommst halt in unglaubliche Probleme, wenn sozusagen bei so einem Rebase-Situation zum Beispiel ein Create-Node drin ist und dann kommt am Ende eine andere Node-ID raus zum Beispiel, ne? Weil dann halt alle Operationen, die darauf aufbauen, überhaupt keinen Sinn mehr machen, weil die dann komplett ins Leere gehen. Beispielsweise, ne?
Genau, also das war nochmal so ein Beispiel für so ein wirklich so ein bisschen so ein spezielles, tieferes Ding. Weil wir hier gerade sind, genau, auch noch so eine interessante Erkenntnis war sozusagen die Unterscheidung, also wie wir Node-Properties behandeln, ist, glaube ich, noch interessant. Und zwar grundsätzlich wollen wir in der Lage sein, beliebige Datentypen in den Properties zu speichern. Und bist du auch da, Helmut? Ist Bild Ja. gerade eingefallen? Ah ja, okay, Bild hängt noch gerade. Okay, alles gut. Genau, also wir wollen in der Lage sein, quasi beliebige Datentypen im Node abzuspeichern. Aber technisch können wir natürlich nur alles, was irgendwie JSON-artig ist, abspeichern, naturgemäß. Jetzt haben wir da sozusagen zwei Ebenen eingeführt. Wir haben sozusagen eine Ebene, die sozusagen diese Serialisierung und Deserialisierung macht, ganz explizit. Und dann haben wir eine untere Ebene, die sozusagen sich nur noch mit serialisierten Properties sozusagen Zeig mir gerade beschäftigt. noch was, weil dein Bild nämlich noch. Oh, das Bild hängt. Okay. Ich hätte jetzt wieder. Also warte mal, jetzt hängt alles. Siehst du die? Sehe wieder dein Sharing, dass das passiert, Ach dir so. was passiert. Ah ja, okay, warte mal, interessant. Ja, du hast bei mir jetzt auch gehangen, jetzt geht's aber wieder. Ja, also ich sehe dich jetzt wieder und du siehst, aber ich hänge bei dir. Ja. Okay, warte mal, dann mache ich mal Reload von BigBlueButton. Sekunde. You are currently the only person in this conference. Nö, Helmut ist schon da. So. Spannung. Jetzt ist Helmut da, aber irgendwie auch nicht. Interessant. Doch, ich bin da. Ah, du bist da. Siehst du mich jetzt? Ich habe jetzt wieder neu gejoint und neu Musstest. ge. Ich sehe dich jetzt. Ja. Ah ja, okay, gut. Dann ist wieder schick. Ja, gut. Und Screen siehst du auch, oder? Okay, perfekt. Genau, jetzt sieht es wieder. Genau, genau, also serialisierte Properties, genau. Also wir haben jetzt quasi als Beispiel, wir haben jetzt sozusagen Set Node Properties und Set Serialized Node Properties als zwei Commands. Und das ist jetzt so ein Beispiel, Set Node Properties, dem kannst du quasi alles hinknallen, also beliebige Objekte hinknallen. Und der Command-Händler konvertiert das jetzt quasi in ein, das kann man mal gucken, was wieder das macht, hier in diesem, ne, im Handle Set Node Properties in der Funktion quasi, werden hier über so einen Property-Converter die dann serialisiert. Und dann wird quasi aus diesem irgendwas, irgendwelche Objekte werden quasi serialisierte Objekte gemacht. Und diese Serialized Property Values ist dann wieder vom Typ Serial, also hat einen eigenen Typ sozusagen. Und dieses Serialized Property Value hat quasi einfach ein Plain Objekt, also sozusagen einfach nur Inflow, String, Bool oder Array und dann noch eine Typinformation. Also was ist das eigentlich hier in der Hand? Und als Property-Konvertierung nutzen wir mittlerweile diesen Symfony-Serializer, weil der eigentlich, der ist gut anpassbar, aber ist sozusagen, hat nicht bei weitem nicht so viel Magic wie jetzt der Flow oder XSpace Property Mapper, der damals auch auf meinem Mist gewachsen ist und der eigentlich viel zu viel kann und auch viel zu schwierig zu konfigurieren und zu handeln ist, aus heutiger Sicht. Ja. Und genau, also da haben wir sozusagen so ein Beispiel, ne, wo sozusagen ein Command eigentlich nur diese Konvertierung macht, dann ein anderes Command erzeugt und das wird dann letztendlich persistiert und gespeichert. Also, ne, also das System tickt eigentlich komplett mit Serialized Properties und sozusagen nur ganz außen wird es halt einmal hin und her konvertiert. Nämlich einmal beim Reinschreiben kann ich sozusagen mich entscheiden, welches will ich denn nutzen und beim Rauslesen ganz am Ende wird halt wieder die Rückkonvertierung gemacht entsprechend. Genau. Genau, das wollte ich noch sagen, weil das war auch noch so ein Knackpunkt, wo wir eine Weile echt geknobelt haben, wie man das halt sinnvoll macht. Und ne, das waren halt alles so Dinge, wo wir so Bausteine erstmal lernen mussten und wo wir auch viel drauf rumgedacht haben. So. Genau. Und jetzt, ich glaube, jetzt macht es noch Sinn, auf eine Schicht einzugehen. Die ist quasi jetzt, die ist sozusagen um den Core gebaut und hat jetzt mit dem eigentlichen Event-Sourcen-CA nicht mehr so viel zu tun, sondern die ist sozusagen Schicht nach außen. Und zwar
wir wollten in der Lage sein, im NEOS, also es gab so ein paar Grundthemen, die wir uns immer gewünscht haben, aber die wir nie sozusagen auf die Straße gekriegt haben. Und eins dieser Themen war sozusagen Flexibilität, wo die Nodes herkommen, die wir in der UI nutzen und darstellen. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel, bin ich blöd? Ich bin nicht blöd. Ich muss hier meinen NEOS-Account, glaube ich, verwenden, den da. Ich nutze ja einen Produktiv-Dump hier von den Docs lokal. Das heißt, im aktuellen CA und im aktuellen System ist es halt so, dass zum Beispiel der Node-Tree, der hier links kommt, der ist halt exakt das, was in der Datenbank ist. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich mounte quasi noch irgendwo was hier on top sozusagen beispielsweise. Aber eigentlich wäre es natürlich total nett, wenn man das könnte und wenn man da quasi mehr Flexibilität bekommen würde, dass man hier mehr eingreifen könnte. Und das war auch noch so ein Punkt, da haben wir relativ lang drauf rumgedacht. Und hatten da auch diverse, sage ich mal, Zwischenschritte ausprobiert. Und wo wir am Ende gelandet sind, ist eigentlich bei diesem Konzept von sogenannten also Node Accessors, also Content Access haben wir das genannt, also der Node Accessor ist das eigentlich. Und die Idee dabei ist, wir haben ja den, also wir wollen quasi in der Lage sein, also wir wollen der oberen Schicht eine API geben, die quasi nur sich, also die sozusagen, wie sagt man das am besten, die halt Nodes holen kann, Nodes traversieren kann und alle solche Operationen halt machen kann. Und wir möchten aber quasi in der Lage sein zu sagen, an diesem Punkt möchten wir hier abzweigen und möchten was anderes tun, möchten halt zum Beispiel Nodes aus einer anderen Quelle ziehen beispielsweise oder wir möchten in der Lage sein, irgendwann mal vielleicht zwei Content Repositories zu verdrahten und sagen, hier, der eine Teil ist sozusagen in dem einen CA und der andere Teil ist im anderen CA beispielsweise. Also so eine Art von Verknüpfung möchten wir grundsätzlich ermöglichen. Und das war gar nicht so einfach, genau. Und es gab da zwei Ideen dazu oder zwei Durchbrüche, würde ich sagen. Das eine war, wir hatten, also früher war es so, oder wie wir immer gedacht haben, war halt, okay, unser Node hat halt auch Methoden zu traversieren. Also sprich, ich habe einen Node in der Hand und dann kann ich halt sagen, gib mir mal den Parent oder gib mir mal das Child beispielsweise. Also so sind wir auch gestartet. Wir sind also schon relativ früh dazu gekommen, dass wir diesen Traversable Node als Wrapper um den normalen Node gesehen haben. Also dass wir gesagt haben, wir haben sozusagen so ein plain DTO-Objekt, was sozusagen nur, was sozusagen ein Node, wie er halt ist, enthält. Und das Traversable Node wrappt den. Das war so dieser Zwischenstand sozusagen, den wir hatten. Mhm. Und das hat aber diese Erweiterbarkeit enorm schwierig gemacht, weil du jetzt quasi an allen Methoden dieses Traversable Nodes irgendwie reinhängen dich musstest und um quasi dann halt andere Logik da reinzupacken. Das war irgendwie super schwierig einfach. Deshalb haben wir das dann nochmal ziemlich grundlegend neu gedacht und haben Content und sind am Ende bei folgendem gelandet. Also wir haben auf der unteren Schicht haben wir diesen Content-Subgraph, ne? Das ist sozusagen, ich bin schon in einer Sprachvariante und in einem Workspace drin und habe sozusagen meinen Baum in der Hand und dann habe ich ja Operationen wie jetzt Find-Child-Nodes oder Find-Reference-Nodes oder, also ne, wie viele Kinder habe ich? Also das sind eigentlich meine Traversierungsoperationen und der Witz ist, die operieren quasi immer auf Identifier-Basis, also das heißt, da brauche ich kein ganzes Node-Objekt mehr, sondern da muss ich nur noch sagen, ich möchte von diesem Identifier weitergucken beispielsweise oder ich möchte von diesem Identifier wieder zurückgucken beispielsweise. Und das ist also die kleinstmögliche API. Das hat halt den Vorteil, dass du nicht jederzeit immer einen Node brauchst, sondern wenn du irgendwo einen Identifier hast, kannst du dir mit dem Node laden oder auch seine Kinder laden, wenn du halt nur an den Kindern interessiert bist beispielsweise. Und die Idee vom Node-Accessor ist so ähnlich. Der Unterschied ist, dass du jetzt beim Beispiel von Find-Child-Nodes, also genau Find-Child-Nodes in der unteren Schicht, ich mach die mal runter, so, untere Schicht, also in der technischen Schicht sozusagen, die kriegt hier den Node-Identifier rein, den Node-Aggregate-Identifier, und in der oberen Schicht gibst du den gesamten Node rein, den gesamten Parent-Node sozusagen rein. So, und das ermöglicht jetzt diesem Node-Accessor eine Entscheidung zu treffen, nämlich basierend auf dem Node kann ich mich jetzt entscheiden,
will ich zum Beispiel, also ich kann zum Beispiel basierend auf dem Typ des Nodes mich entscheiden, ach, ich will jetzt abzweigen, ich will jetzt eine andere Implementierung nutzen beispielsweise, also ich möchte in einen anderen Storage-Backend reingreifen beispielsweise. Und da haben wir relativ lange überlegt, was ist denn sozusagen die kleinstmögliche API dafür und sind am Ende bei so einer Chain rausgekommen. Also die Idee sozusagen, wir haben so ein Node-Accessor und genau, also oder das ist sozusagen die API nach außen, die wir implementieren müssen. Und jetzt kann sozusagen so ein Node-Accessor sich entscheiden und kann sagen, oh ja, ich rufe direkt den Subgraph auf, das ist ja die einfachste Variante. Oder ich kann mich sozusagen davor hängen und kann sagen, noch, kann mir überlegen, na, bevor ich irgendwas anderes tue, also wenn der Node vom Typ XY ist, dann mache ich meine eigene Logik beispielsweise. Und, und das heißt, das Standardverhalten ist quasi so, wir haben diese Node-Accessor es gibt eine Factory für diesen Node-Accessors und im Standardverhalten liefert die quasi so eine Chain zurück. Also sprich, normalerweise nur eine Chain mit einem Element, nämlich mit der Implementierung für den Standard-Subgraph sozusagen. Ne? Und die delegiert jetzt alles weiter. Ne? Die sagt halt einfach Find Child Nodes. Ja, ich nehme einfach mal den Parent-Node und dessen Identifier entsprechend. Und jetzt kann ich aber quasi mich in diese Kette davor hängen, wenn ich möchte, und kann sagen, naja, wenn Node-Interface gleich irgendwie Sonderfall, dann mache ich das halt selber und kann sozusagen meine eigenen Kindknoten mitliefern, egal ob die sozusagen aus dem CR kommen oder woanders her. Ne? Ich könnte quasi auch, ich sage jetzt mal, die aus irgendeinem anderen Backend mir laden oder so, wenn ich halt möchte. Und diese Nodes werden quasi aus Sicht des restlichen Systems, würden sozusagen in die Leseseite in Neos eingespeist werden und würden halt quasi beim Rendering genauso auftauchen wie auch im Node-Tree beispielsweise. Ne? Und das ist für uns so ein ungeplanter Erweiterungspunkt, wo wir eigentlich selber noch nie so hundertprozentig wissen, wo wir den exakt nutzen werden. Ne? Also das war eher so eine Idee. Wir haben das Gefühl, dass das sozusagen viel ermöglichen kann später in Zukunft, diese Art von Funktionalität, auch was Experimente angeht, also wo wir viel ausprobieren können in diese Richtung, ne? Wie gemountete Seiten oder virtuelle Seiten oder sowas. Und deshalb wollten wir quasi diese Core-API halt schon mal reinbauen, wo wir sagen, die ist irgendwie möglichst minimalistisch dafür. Und genau, und da sind wir quasi von gestartet. Und das heißt, in den oberen Schichten ist es quasi so, ne, die oberen Schichten, also alles, was Neos ist, arbeitet eigentlich gar nicht mit dem Content Graph oder Content Subgraph direkt, sondern eigentlich immer auf dieser Accessor-Ebene quasi. Und diese APIs sind aber also fast genau in Sync. Also der einzige Unterschied ist halt, wie gesagt, dass der Subgraph halt immer auf der Objektebene arbeitet, also auf dem, ne, auf dem gesamten DTO, auf dem gesamten Node, und der Subgraph halt nur auf den Identifiern arbeitet. Genau. So, genau. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich wirklich durch alles, was Events Source Content Repository ist, eigentlich durch. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas anderes Interessantes ist. Nö, genau, also genau, vielleicht noch, genau, was wir noch haben ist, es gibt halt auch sowas wie Migrationen, ne? Das ist sozusagen, wenn ich halt meinen Node-Tree anpassen will, wenn ich sagen will, hier alles, was vorher Property A hieß, soll jetzt Property B heißen beispielsweise, dann kann ich das sozusagen programmieren und kann das ausführen, also sowas wie Doctrine Migrations, nur halt auf meinen Node-Tree. Das ist halt auch wieder so ein Ding, was eigentlich losgelöst ist von dem Core, von der Core-Logik des CRs, aber was am Ende halt genauso wieder, also ne, das hat einen Command sozusagen, das ist relativ simpel, und der Command-Händler, der triggert am Ende halt wieder Events entsprechend und sagt halt, ne, passt sozusagen hier irgendwie Verhalten entsprechend an macht dann verschiedene Schritte, die du halt brauchst. Also genau, dann kann man halt zum Beispiel sagen, ich möchte einen Node-Type ändern beispielsweise, und ja, der triggert halt am Ende den normalen Command-Händler und für die Schreiboperation, genau. Genau, und ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich durch das Event-Source-Content-Repository-Package einmal so wirklich auf einer relativ detaillierten Ebene durch sein. Genau, und jetzt wäre eigentlich dann sozusagen als nächstes dann wirklich die oberen Schichten, das Event Source Neos Adjustments.
Genau, das wäre für mich dann so der Fahrplan, also wahrscheinlich dann eher fürs nächste Mal, wenn im Detail, aber genau, das wären sozusagen, das ist dann eigentlich sozusagen die Anpassung im NEOS selber und in der NEOS UI selber, die wir da halt benötigen. Genau, also genau, was haben wir jetzt bis jetzt gehabt? Also eigentlich, ich würde sagen, diese drei sozusagen, also Content Repository war das, wo wir am meisten sind. Der Doctrine DBAL Adapter ist der ist das unser MySQL und MariaDB Backend quasi, ne, wo der Graph drin liegt, der Content Graph drin liegt. Und die Behavioral Tests sind rausgetrennt. Das sind noch ganz schön viele. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal reingeguckt hatten. Also das sind mehrere tausend mittlerweile. Also nicht Feature Files, aber halt die Tests selber sind lang. Und da wird halt quasi, da wird halt sehr ausführlich, also da das ist wirklich, also es gibt eigentlich kein CR-Feature, was nicht sehr intensiv getestet würde, also wo wir wirklich auch sehr grundlegend zum Beispiel auch Migrationen getestet haben, ne? Da werden halt wirklich einfach alle Fälle durchprobiert beispielsweise. Oder halt dieses Publishing oder Entfernen von Nodes oder. Und es ist eigentlich immer so, dass es kann natürlich sein, dass wir damit auch noch Fehler haben, irgendwelche Spezialfälle, die wir nicht getestet haben, das kann natürlich passieren, aber sozusagen der Weg, so einen Test zu schreiben, ist halt sehr gering, weil wir eigentlich für alle Fälle schon sehr, sehr sinnvolle und relevante Tests haben. Und ne, wenn die durchlaufen, also ne, wir bauen quasi auch, ne, wenn, also Bernhard ist zum Beispiel gerade dran, diesen Postgres-Adapter zu schreiben, dafür brauchen wir eigentlich den NEOS UI eigentlich überhaupt nicht, sondern wenn die Tests durchlaufen oder halt schrittweise durchlaufen, dann wissen wir eigentlich, dass wir eigentlich auf einem guten State sind. Und was Bernhard gerade versucht, ist sozusagen die Tests noch in eine logische Reihenfolge zu bringen, dass man sozusagen die dann auch nach von vorne nach hinten implementieren kann. Also dass man halt damit anfangen sollte und dann damit und so weiter. Damit man auch so ein bisschen, wenn man so einen Treiber implementiert, so eine Projektion implementiert, dass man da quasi einen Hinweis kriegt, in welcher Reihenfolge sollte ich das denn tun. Genau, ja, also das wären so die Schichten. Genau, und wie gesagt, ich würde beim nächsten Mal ein bisschen in das Event Source NEOS Adjustments Package gucken. Das ist dann ein bisschen chaotischer, sage ich mal, weil das wirklich so ein temporäres Paket ist. Also das hookt sich quasi an verschiedenste Stellen in NEOS rein oder überschreibt auch teilweise Controller oder alle möglichen Klassen im Core. Aber mit dem Ziel, dass das halt irgendwann weg ist und halt alles wirklich eins zu eins in den Core wandert sozusagen. Also das ist eher wirklich so ein Klebstoffpaket, sage ich mal, was sozusagen nur temporär da ist, damit wir halt schon Damit mal arbeiten genau. können und da sinnvoll was machen können. Genau. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, wo wir nächstes Mal ein bisschen reinschauen können. Das hat dann eigentlich nicht mehr so viel mit dem eigentlichen Event Source CR Core zu tun, weil da sieht man nur, wie es genutzt wird sozusagen, ne? Und in den oberen Schichten es ist eigentlich eher, wie überschreiben wir bestimmte Teile in NEOS sozusagen, um halt Routing auszutauschen und Rendering auszutauschen und so weiter. Genau. Ja, das. Ja, überleg gerade. Genau, hast du gerade noch Gedanken, Überlegungen, Fragen zu? Wir haben jetzt doch relativ viele verschiedene Themen gemacht. Ich hoffe, es war halbwegs nachvollziehbar. Ich habe gefühlt immer ein bisschen Ja, gestottert. also ich glaube, im Detail muss man natürlich quasi mal genau nachschauen, aber so, um den Überblick zu bekommen und zu schauen, was wird in welcher Ecke gemacht oder was ich besonders spannend finde, so diese Kompromisse oder Tweaks oder wie auch immer, das finde ich halt das Interessante. Ja, ja. Jetzt so Top-Level und jetzt aber wirklich da irgendwie genauer schauen will und machen will mit Code, dann das ist nochmal eine andere Ebene, wo ich mich dann selber auch reinfuchse. Ja. Genau. Genau. Ich meine, ich denke, ne, wir können Aber natürlich, das, genau. okay. Aber ja, also von der Organisation her, wie du es halt alles gezeigt und beschrieben hast, sieht es aber halt tatsächlich sehr zugänglich auf, also der Code war. Das ist natürlich halt gut, der Code selber zugänglich ist. Konzept ist halt komplex. Ja. Und dass man dann das verstehen kann. Das ist genau auch mein Gefühl, ne? Dass eigentlich der Code hat eigentlich, ich sag mal, eine hohe Selbstähnlichkeit. Also im Sinne von, der ist halt nach einem Ja. gewissen Schema gebaut und das Schema tritt halt wieder und wieder und wieder und wieder auf, ne? Und damit man das versteht, muss man auf der Innenseite halt, sag ich mal, so diese Event Sourcing Basics verstehen. Also diese Grundidee, wo ist es asynchron und wo nicht. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, ne, mit diese ganzen Spezialitäten, was wir heute besprochen haben, die braucht man eigentlich im Alltag sozusagen gar nicht
also wie soll ich sagen, die sieht man im Alltag nur relativ wenig. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Projection baue, brauche ich sie zum Beispiel gar nicht. Und die, also die muss man jetzt nicht immer wissen, wenn ich jetzt ein neues, also wenn ich was auf der Command-Seite mache, weil halt, ne, sozusagen die Infrastruktur eigentlich schon alles da ist und das dann auch entsprechend handelt. Also es sind eigentlich eher wirklich dann Sonderfälle, wo man die halt dann, also wo man die benötigt. Und auch da haben wir aber trotzdem versucht, die halt so explizit wie möglich zu haben. Ne, da gibt es halt trotzdem, wie gesagt, eine ganze Reihe Themen, die wir dann irgendwie dann schrittweise machen mussten. Genau. Genau, ja, genau, ich würde sagen, dann gucken wir beim nächsten Mal dann, also entweder in das Event Source Neos Adjustments Package oder, ja, das macht wahrscheinlich Sinn, oder? Mal überlegen. Also entweder das, ich ja auch jetzt, das kann ich das jetzt gemacht habe, jetzt irgendwann zwischen letztem und diesem Mal probiert, ganz konkret, also mir das aufzusetzen, ob wir da irgendwann sowas ganz super Praktisches einbauen oder üben. So einmal Roundtrip, wie kriege ich quasi das ans Laufen, damit ich dann damit spielen oder testen oder wie auch immer. Also vielleicht das UI läuft, aber vielleicht auch tatsächlich, das würde mich natürlich auch interessieren. Ich weiß nicht, wie du das einst, wie man die Tests leistet zum Beispiel. Ja, unbedingt, ja, genau. Das ist eine gute Idee, genau. Also das, ja, schreib es gerade auf fürs nächste Mal. UI und Tests. Ja, unbedingt, genau. Nee, das klingt nach einem guten Plan. Genau, nächste Woche wird es auf jeden Fall nochmal ausfallen, weil ich dann, wie gesagt, da bin ich nie da. Ich denke, die Woche drauf kommen wir, wenn wir beide gesund sind und so weiter. Ja, klar. Dann anpeilen. Und wir hoffen mal, dass das so bleibt. Genau. Ja, super cool. Dann würde ich sagen, die Stunde, wir haben wieder eine Stunde gefüllt. Geht immer schnell rum. Das stimmt. Ja, würde ich sagen, Coole Sache. dann sagen wir Tschüss und danke. Alles klar. Danke. Ciao, ciao, bis dann. Doch.